Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide von World of Warcraft. Heute geht es um den Erfolg Murlocs Harpyen und Volva OW, beziehungsweise hier um den Abschnitt Nachtwächterin Meray, welche sich im Gebiet Ashuna befindet und zwar bei 4741. Und ja, das Ziel, um den zu besiegen, sieht wie folgt aus: Wir nehmen hier die Götzersonnenbisatz mit Zerquetschen, Sandsturm und Abwehr, dann Kunlai-Junges mit Ausschalten, Frostschock und Tiefrieren und ein drittes Pattercon. Könnt ihr irgendetwas nehmen? Also ich habe mich jetzt halt einfach für den bösen Wolf entschieden, da ich das jetzt schon mehrmals benutzt habe, und halt hier einfach Gegenschlag, Ausweichen und Heulen. Teilweise kann es sein, dass ja eigentlich der Gegner mit zwei Pets hier besiegt werden kann, also wir brauchen eben das dritte nicht, wie gesagt. Aber ab und zu kann es sogar sein, dass die Götze sondern Besatz den Gegner fast allein besiegen kann, ist halt ein wenig, ja, kommt halt darauf an, wenn der Gegner ein wenig Glück hat, beziehungsweise ihr recht viel Pech, da müsste man fast drei Pets gebrauchen, aber im Normalfall sollten zwei reichen. Und ja, dann gehen wir gleich in den Kampf hinein, da setzen wir gleich die Abwehr, damit hier Fluch der Verdammnis euch nicht trifft. Danach kämpfen wir weiter mit Sandsturm, da halt hier Arkanexplosion eingesetzt wird und so können wir recht viel Schaden vermeiden. Danach kämpfen wir weiter mit Zerquetschen. Hier ist es eigentlich grundsätzlich auch egal, ob man jetzt halt einfach ab und zu mal verfehlt. Hier einfach weiterkämpfen, bis halt einfach das Buch dann stirbt. Sollte meistens so aufgehen, dass, ja sag ich mal, ab und zu reicht es genau, dass Fluch der Verdammnis nicht eingesetzt werden kann. Aber meistens passiert es, sag ich mal, so, dass diese eingesetzt wird. Ja, dann kommt hier eben das zweite Pad, der hilfsbereite Geist ins Spiel, und da ist jetzt sozusagen ein Negativpunkt, also eben das jüngste Gericht macht guten Schaden und auch Fluch der Verdammnis. Hier kämpfen wir einfach weiter mit Zerquetschen. Danach den Sandsturm einsetzen. Hier kämpfen wir weiter mit Zerquetschen. Noch einmal zerquetschen und da halt jetzt Fluch der Verdammnis gleich ausläuft, setzen wir gleich die Abwehr ein und kämpfen weiter einfach mit Zerquetschen. Hier hat ja sonst schon Cooldown, deshalb einfach nochmal weiterkämpfen mit Zerquetschen. Und ihr seht eben, teilweise kann es sein, wenn man jetzt gerade nicht viel verfehlt, dass eigentlich die Götze Sonne bis jetzt recht guten Schaden anrichten kann an diesen ersten zwei Gegner und trotzdem noch irgendwie viel, ja, fast 100% hat, eben ist teilweise so eine Glückssache, ist eben immer wieder mal bei solchen Kämpfen. Hier einfach weit kämpfen mit Zerquetschen, bis halt der hilfsbereite Geist dann stirbt, beziehungsweise er belebt sich ja wieder, weil es ein Untotes ist, aber wir kämpfen hier einfach weiter. Hier können wir am besten wieder den Sandsturm erneuern. Ja, und dann in der nächsten Runde stirbt jetzt dann gleich hier der Geist. Dann kommt hier die grazile Motte, hier gleich wieder die Abwehr einsetzen, da der Gegner Mottenstaub einsetzt. Und danach kämpfen wir weiter mit Zerquetschen. Hier wurden wir leider betäubt, deshalb ja eine Runde aussetzen, sage ich mal so. Jetzt habe ich gleich auch noch verfehlt, plus halt der Fluch der Verdammnis ging durch, das kann man leider nicht verhindern. Aber ja, wir probieren es jetzt weiter. Jetzt habe ich gleich nochmals verfehlt. Eben, ihr seht, teilweise hat man Glück, teilweise hat man Pech. Ist halt immer wieder ein wenig so mit diesem Sandsturm. Aber wenn halt wieder Mottenstab aktiv ist, hier gleich wieder Abwehr einsetzen, damit man wenigstens von dem keinen Schaden kriegt. Und danach, ja, probieren wir es halt einfach mit dem Sandsturm. Aber wir werden wieder betäubt wegen dem Gegenzauber hier. Und deshalb müssen wir eine Runde nochmals aussetzen und probieren hier den Sandsturm trotzdem noch durchzubringen. Ja, probieren wir noch ein wenig mit Zerquetschen. Normalerweise kann man ab und zu noch eines raushauen. Und wenn hier dieser Mottenstab wieder aktiv ist, wieder Abwehr einsetzen. Danach wieder mit Zerquetschen, aber wir werden wieder betäubt durch den Gegenzauber. Dann hier nochmals zerquetschen, aber meistens stirbt man. Ja, es ist halt ein wenig Glückssache, deshalb werde ich ihm einmal passen. Damit ihr seht auch, eben normalerweise sollte es so sein, dass halt einfach Kunlai-Junges dann ja, der grazilen Motte gegenübertreten kann.
und halt eben, ja sag ich mal, halt eben den Rest raushauen kann. Eben, und hier kann es auch wieder sein, wenn jetzt zum Beispiel hier der Mottenschaub euch trifft und einschläfert, dass ihr halt das dritte Bett meistens braucht, weil ja ist halt eben, wie gesagt, eine Glückssache, aber im Normalfall sollte, wenn hier Kunlei-Jungs in den Kampf kommt, gleich einfach so weit kämpfen mit Frostschock. Ja, hier wurde ich eben eingeschläft, hier einmal passen. Und ja, hier könnte ich jetzt Tiefrieren einsetzen eigentlich und danach ausschalten, was ich aber noch nicht machen werde. Wenn man jetzt zum Beispiel hier eben das dritte Pad noch einsetzen kann, hier am besten ausweichen und irgendwie Gegenschlag einsetzen, ist halt ein wenig unterschiedlich. Aber eben wie gesagt, ich werde hier den Guide beenden, da ich halt einfach noch für die anderen Erfolge noch ein paar Taktiken am herausfinden bin. Eben wie gesagt, hier Frostschock könnte man noch einsetzen und Tiefrieren, hier einfach irgendetwas noch einsetzen, am besten eben Tiefrieren und dann ausschalten, ist der Gegner sicher hundertprozentig besiegt. Aber ja, das war's eigentlich für diesen Guide. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen, diesen Gegner ebenfalls zu besiegen. Ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg dabei und viel Spaß. Bis bald!